Ganz herzlichen Dank. Ja, wenn man sich die Entwicklung anschaut, die die Liedertafel mittlerweile gewonnen hat, das ist schon ganz erstaunlich. Wenn man bedenkt, bei der allerersten Liedertafel, da waren hier auf der Bühne bis auf einen Chor, bis auf die Chorvereinigung, ausschließlich Männerchöre zu sehen. Das hat sich innerhalb der Jahre ganz stark gewandelt. Wir haben jetzt Männerchöre, wir haben Frauenchöre, wir haben natürlich gemischte Chöre, wir haben Popchöre, wir haben Gospelchöre. Und einen dieser ganz jungen Chöre, den darf ich jetzt auch schon auf die Bühne bitten, kommt hier ruhig rauf, das sind die Ursula Singers. Die Ursula Singers vom Ursula Gymnasium, die bestehen mittlerweile seit 33 Jahren. Sie singen alles außer Klassik. Und
Und Sie haben dieses Jahr zum ersten Mal einen neuen Leiter, der gerade hier auf die Bühne stürmt, ans Klavier. Das ist der Daniel Janzig. Herzlich willkommen. Ich habe mich am Telefon mit ihm ein wenig über den Chor unterhalten und habe ihn gefragt, was ihn denn so reizt an dem Chor. Und er sagte, also ganz besonders begeistert ist er von der Disziplin und von der Begeisterung der jungen Leute, die hier auf der Bühne stehen. Er sagt, ein kleines Beispiel, wenn irgendwann mal eine Sonderprobe zum Beispiel ins Leben gerufen werden muss, dann genügt ein kleiner Eintrag in die gemeinsame WhatsApp-Gruppe und dann stehen die aber am nächsten Abend auch alle da. Das ist toll und ein Beispiel. Mehrere Beispiele für diese Disziplin haben Sie Ihnen heute Abend mitgebracht, nämlich als erstes von Michael Jackson, Black or White, dann in Abänderung der Reihenfolge Human von Rag & Bone und dann in Abänderung des Titels den Mambo von Herbert Grönemeyer. Also Mambo und nicht, wie Sie denken, Black Mamba oder sowas. Das ist was ganz anderes. Viel Spaß mit den Rosa Singers. Prove it, so maybe I'm blind. But I'm only human.
put the blame on me. Some people got the real problems. Some people a lot of black. Some people think I can solve them. Lord heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin noch mal so frech und greife einmal zum Mikrofon, denn es ist mein erstes Konzert heute Abend hier in Brühl, mein erstes Konzert mit diesem Chor. Und wie das immer so ist, es ist für Chöre gar nicht so leicht, so einen Chorleiterwechsel zu machen. Mein werter Kollege Ulrich Menke hat das 33 Jahre lang gemacht, hat bezaubernde Arbeit gemacht und wir haben uns jetzt ein halbes Jahr wirklich gut arrangiert, haben super Arbeit gemacht und das, was Sie hier hören, das ist, finde ich, eine ganz tolle Musik und da möchte ich mich erstmal bei dem Chor bedanken. Vielen Dank für euch. Danke an Sie fürs Zuhören. Wir kommen zur letzten Nummer, Mambo und nicht Mamba von Herbert Grönemeyer. Hier so meine Runde, es kommen die Motoren.
Ja, ganz herzlichen Dank, den Ursula Singers. Wenn Sie mehr von denen hören wollen, dann gehen Sie doch einfach am 24. Juni zum Altermarkt in Köln. Da findet die Serie Feststeller Musik statt. Und da werden Sie eine ganze Menge von denen hören. Habt ihr noch einen drauf? Also, ich kriege die Noten nicht über der Chor fehlt das Stück, weil ich jetzt so lange schon mit dem Kollegen gesungen habe. Ja, dann. Okay. Ich kenne die Noten noch nicht, aber der Chor kennt es, wie gesagt, ja? Verzeihen Sie uns, deine Aussetzung, was kommt, ja? Wir sind mal so mutig hier. Okay. I'm loving angels. 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 I'
betray me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. So, das war spannend, Donnerwetter, aber großartig. Ja, wie gesagt, am 24.06. auf dem Altermarkt, da ist ein großes Musikfest, Fête de la Musique, und jetzt habe ich meine Lesebrille unten vergessen. Das ist super. Ich weiß nicht. Zwei Dioptrien. Geht gar nicht. Ich versuche was wert, sag ich mal. Ich hole sie gerade. So. Jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die ist, aber ihr könnt schon hochkommen, das ist kein Problem. Ich improvisiere jetzt mal ein bisschen. Vielleicht einfach mal ein kleiner Werbeblock zwischendurch. Wenn Sie hier heute Abend Lust bekommen haben, jetzt hat es auch keinen Sinn mehr. Wenn Sie heute Abend Lust bekommen haben, bei irgendeinem der Chöre mitzusingen, dann trauen Sie sich doch einfach, sprechen Sie eins der Mitglieder an, sprechen Sie den Chorleiter an. Die Probentermine stehen auf der Rückseite vom Programmheft, und dazu ist wichtig zu wissen, der Autorenchor, der probt nicht donnerstags, wie es da abgedruckt ist, sondern mittwochs. Und der Chor, den Sie jetzt auf der Bühne sehen, das ist der MGV aus Badorf-Eckdorf. Das hat keinen Sinn mehr, lassen Sie. Die Jungs haben Ihnen 3 kölsche Stücke mitgebracht, die ich jetzt in der Reihenfolge auch nicht mehr auswendig weiß. Könnt ihr mir das nochmal sagen? Die Reihenfolge. Denn die Reihenfolge ist umgekehrt, als es auf Ihrem Programmheft steht. Das heißt, die Glocke von Köln kommt als erstes, dann kommt der Stammbaum und zum Schluss kommt Du bist die Stadt. Damit sind wir beim letzten Chor angelangt, und ich wünsche Ihnen jetzt noch einmal viel Vergnügen mit dem MGV Badorf-Eckdorf unter Leitung Frau Papon. Köln, 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 Kö
Wir sprechen Glück, all diese
Du bist nicht an.
Vielen Dank dem MGV Waldorf Eckdorf und ganz herzlichen Dank an Ralf Granath für das Solo. So, damit sind wir auch schon am Ende angelangt, obwohl noch nicht ganz. Denn es folgt ja jetzt noch das gemeinsame Lied. Und dazu wurde dieses Jahr ausgewählt, Abendstille überall als Kanon. Ich weiß nicht, Frau, wollen Sie das leiten oder soll ich es anleiten? Nee. Ja? Als Kanon, dreistimmig. Ja gut, okay, machen wir es so. Abendstille überall. Ich würde vorschlagen, in drei Gruppen, das heißt, die erste wäre hier oben auf der Bühne und, na, sagen wir mal hier euch noch dazu, okay? Die zweite Gruppe wäre hier das Publikum bis etwa zur Hälfte, also bis ungefähr bei meiner Mutter da vorne, genau, der Winkquadrat. Okay, und die dritte Hälfte werdet ihr dann alles zusammen, ja? Wir singen es am besten in 10 Uhr, dann kommt jeder gut mit. Ich mache ein kleines Vorspiel. Ja, richtig, einmal mit allen durch und dann als Kanon. Das klang wunderbar. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Kommen Sie vielleicht auch im nächsten Jahr wieder. Und jetzt kommen Sie gut nach Hause und fahren Sie mal grün. Tschüss.